was man nicht alles für die Gesundheit macht. Ich werde heute die Kryosauna ausprobieren. Aber mit Sauna, wohlig, warm und so weiter hat das eigentlich nicht viel zu tun. Ich glaube, ich friere mich eher den Hintern ab. Oder Nils, was ist das, diese Kryosauna? Die Kryosauna. Wir haben hier die Möglichkeit, dich auf, ja, wir fangen an mit minus 140 Grad. Wir können bis minus 160 runter. Wir gehen dabei mit flüssigem Stickstoffnebel, dich halt abzukühlen und dadurch eben halt verschiedene, ja, Aspekte im Körper hervorzurufen, das zu bewirken, verschiedene Prozesse anzuleiten, und das siehst du gleich selber, wie sich's anfühlt. Minus 140 bis minus 163. Ich habe schon dicke, schöne Schlappen an, also warme Füße habe ich. Dann wollen wir mal einsteigen, oder? Unbedingt. Freu dich drauf. Ja. So, du müsstest mir jetzt gleich mal eben einmal den Bademantel rausgeben. Den habe ich schon mal. Pack den mal eben einmal beiseite kurz. Fahre dich mal eben einmal hoch, dass der Kopf eben noch rausschaut. Jetzt sind wir schon wieder ein bisschen abgefallen. Wir fahren jetzt gleich wieder hoch. Okay, soweit alles in Ordnung? Reicht. Und wir starten. Ah. Jo, es geht langsam los. Das ist jetzt alles noch im Bereich. Ich muss sagen, es ist wirklich, es wird kühl. Es wird ziemlich kühl. Ich nehme mal die Hände raus. Das ist nicht so gut, oder? Kannst du unbedingt rausnehmen, auch langsam vielleicht mal bewegen, die Beine schön durcharbeiten, genau. Die werden es auch gleich als erstes merken, dass es doch irgendwann kalt wird. Irgendwann kalt? Ich finde das jetzt schon ziemlich kalt. Ich möchte gerne mal wissen, was bringt das jetzt für mich? Wir haben eben halt durch diesen enormen Kälteimpuls, was evolutionsbedingt der Körper natürlich nicht kennt, dabei geht und diese Kälte natürlich eben halt auch als Gefahr ansieht. Das heißt, der fährt im Nachhinein alles hoch, was er hat an Möglichkeiten, Abwehrkräften, Stoffen. Der senkt die Schmerzschwelle, der senkt die Entzündungshemmung, der verbraucht natürlich Energie, um dich wieder aufzuwärmen. Und sag mal, und gesundheitlich, was soll das bringen? Du hast da eben halt die Möglichkeit, vielerlei Erkrankungen eben halt mit ranzunehmen, da eben halt die Entzündungswerte gehemmt werden, okay, und die Gelenke wieder frei werden und du darüber, über diesen Indikator natürlich auch langfristige Erfolge haben kannst in der Schmerzlinderung. Und was bringt das Anti-Aging-mäßig oder fürs Gewicht? Da eben halt an dem Tag der Behandlung bis zu 1500 Kalorien wirklich im Nachhinein gebraucht werden, um den Körper wieder aufzuwärmen. Das passiert eben halt in diesen 2 bis 6 Stunden danach. Das wirst du gleich merken, wenn du rauskommst, fühlt es sich eben halt auch komplett anders an. Und dazu holt der Körper Wärme ran, Energie. Und deswegen haben wir natürlich auch einen gewissen Umfangsreduktion und einen Anti-Aging-Effekt über die erhöhte Anzahl von Antikörpern. Okay, Nils, lass mich bitte raus. Kannst du mich runterfahren? Ich bin durch. Oh, bis gleich. Ich muss sagen, ich habe richtig arschkalte Beine. Mein Hintern ist auch ziemlich festgefroren. Aber du sagst, das tut mir richtig gut jetzt. Unbedingt. Jetzt wird eben halt alles auf Hochtouren laufen bei dir im Körper. Es ist, du fühlst das auch selber an den Beinen, es ist am kältesten. Das liegt eben halt daran, der Körper zieht eben halt auch ein Stück weit das Blut aus den Beinen heraus, um die inneren Organe zu schützen. Aber das gleicht ja gleich alles wieder aus, indem sich eben halt die ganzen Venen, Adern, Arterien, alles wieder öffnet und der ganze Körper halt durchströmt wird. Und wie lange hält jetzt dieser Gesundheitseffekt an? Je nachdem, was man erreichen möchte. Wenn man wirklich als Schmerzpatient diesem Ganzen gegenübersteht, dann sollte man schon mit einer, ja, Anzahl 4, 5, 6, 7 Behandlungen anfangen, dass man langfristig auch wirklich diese Erfolge halten kann. Für heute, für dich, ist es eben halt, die Schmerzschwelle ist jetzt für die nächsten 2 bis 6 Stunden abgesenkt. Der Körper arbeitet nach und dir wird auch gleich wieder ganz wohlig warm, versprochen. Das hoffe ich. Freunde, wenn ihr Kälte abkommt, super. Ich glaube, ich gehe lieber in eine, wo es so mehr so 60 Grad sind.